Hallo, du schöne Seele. Heute geht's weiter mit den Erklärungen zu den Archetypen und heute ist der nächste Aspekt dran, der Vollender. Er steht, wie der Name schon sagt, dafür, etwas abzuschließen, einen Zyklus zu vollenden. Du kannst dich fragen, wie geht's dir mit dem Loslassen? Wo hängst du noch an alten Dingen, an alten Situationen fest? Der Vollender tritt immer dann in dein Leben, wenn ein Zyklus beendet ist, wenn etwas Neues geschehen soll. Und oft ist es so, wenn der Vollender nicht auf deinem Schiff, in deinem System ist, dass es dir sehr schwer fällt, etwas abzuschließen, sei es eine Beziehung, sei es eine Partnerschaft, sei es eine Freundschaft oder die Arbeit. Oder auch gewisse Dinge loszulassen, denn das Leben ist ein Fluss. Und der Vollender erinnert dich daran, er ist auch ganz eng verbunden oder arbeitet gemeinsam mit dem Engel des Wandels, mit dem Tod. Denn oft ist es so, dass wir, wenn wir etwas Altes loslassen dürfen, dass etwas in uns stirbt, damit etwas neu geboren werden kann. Und der Vollender erinnert dich immer daran. Wie weit bist du bereit oder wie geht es dir mit dem Tod an sich? Viele Menschen haben nämlich Schwierigkeiten, dieses Leben oder generell die Vergänglichkeit des Lebens anzunehmen. Und der Vollender ist so der Aspekt, der dich daran erinnert, dass alles im Leben irgendwann endlich ist. Und dass es gar nichts bringt, in alten Baustellen, in alten Themen, Situationen oder Beziehungen weiter hängen zu bleiben, denn du behinderst damit den Fluss des Lebens und das Wachstum nach etwas Neuem. Man sagt auch Phönixmomente dazu, wenn etwas in uns stirbt, wenn etwas sich auflöst, um auf die nächste Ebene zu gehen. Und wenn du möchtest, überleg mal für dich heute, was steht denn bei dir an? Was möchte denn losgelassen werden, damit du weitergehen kannst? Denn wie gesagt, durch dieses Festhalten in alten Feldern und an alten Themen behindern wir uns selbst am Fortschritt und sind für uns selbst in einer Art Stillstand, in einer Art Stagnation gefangen. Und der Vollender ist auch derjenige, der dann wie nochmal rückblickend schaut, was bin ich mir und meinem Leben noch schuldig geblieben? Was darf ich noch lernen? Was darf ich noch abschließen? Und was habe ich noch nicht so gut gemacht und darf ich in einen neuen Zyklus mit hineinnehmen? Also du siehst, ein sehr wichtiger Aspekt, und wenn du möchtest, beschäftige ich heute mal ein bisschen damit, was so in deinem Leben gerade ansteht und was losgelassen werden darf.